Hi Gude und willkommen zurück zu Enshrouded. Ich bin der Typ mit dem Bart. Und das könnte heute ein Volltreffer werden. Nachdem der letzte Guide zum Feuer- und Totenbeschwörer Magier bei euch ja ziemlich gut angekommen ist, da an der Stelle nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank für die viele positive Resonanz, die ich da bekommen habe, habe ich mir gedacht, versuchst du doch mal weiter deine Weisheiten und das Volk zu streuen und habe mich mal mit meinem Jäger auseinandergesetzt, den ich ja sehr gerne und vor allen Dingen auch sehr viel im Multiplayer gespielt habe. Und hab mir den mal vorgeknöpft und hab ein bisschen rumgebastelt und hab mir überlegt, Mensch, was kannst du da noch ändern? Was würde Sinn machen? Und zwar nicht nur so, wie ich es bei dem Magier-Bild gemacht habe, der eigentlich überwiegend nur für erloschenen Hallen wirklich overpowered ist, sondern tatsächlich auch diesmal, dass man ihn auch so ein bisschen in alltäglichen Situationen benutzen kann. Immer abhängig natürlich von der Waffe, die man gerade mit sich rumschleppt und natürlich, wie das bei den Jägern so ist, Pfeile. Ja? Pfeile sind das A und O und für jede Situation oder für jeden Anwendungsfall, sage ich mal, gibt es halt ein unterschiedliches Arsenal und da bin ich eigentlich auch ganz happy drüber, auch wenn teilweise manche Dinge doch so ein bisschen ja einfach doppelt gemoppelt sind, aber so ist es einfach. So, was machen wir heute? Wir schauen uns den Talentbaum an, wir schauen uns an, welche Rüstung er trägt, wir schauen uns an, was für ein Buff du kriegst, welche Tränke du mitnehmen solltest und vor allen Dingen schauen wir uns auch an, welche Waffen er trägt und was auch noch ganz wichtig ist, Ringe. Ja, da, ich glaube, da habe ich so vielleicht einen kleinen Input für euch, eine kleine Hilfestellung, die auf jeden Fall Sinn macht. Wenn ihr Lust habt, heute Abend ab 20 Uhr geht's weiter auf Twitch mit unserem Multiplayer-Projekt Helms Klamm und das wird diese Woche tatsächlich dann heute und am Freitag der letzte Stream werden dazu, denn dann sind wir erstmal mit der Version soweit fertig, wie wir uns das vorgestellt haben. Solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen ab 20 Uhr auf Twitch. Einzigartig suchen und finden und vielleicht sehen wir uns da. Und jetzt geht's erstmal los nach einem guten Intro. So, und ich bin hier eigentlich an ungewohnter Stelle, nämlich hier an der, Moment, wie heißt es, Hochweidenwarte. Und das hat auch einen gewissen Grund, da werden wir aber gleich drauf zu sprechen kommen. Wir schauen uns erstmal an, was trägt der Kerl überhaupt, ja? Und wahrscheinlich werdet ihr jetzt sagen, Mensch, der ist ja nicht ganz dicht, aber irgendwie bin ich's schon. Also, wir fangen mal an, ganz normal mit der Ausrüstung, mit der Rüstung, die wir tragen, und zwar Adleraugenhelm muss ich, glaube ich, nicht mehr wirklich viel zu sagen. Ich sehe auch gerade, den haben sie irgendwie doof lokalisiert. Adleraugenhandschuhe. Ja, okay. Ist egal. Ist auf jeden Fall, macht das Ding Sinn. 15 Chance auf kritische Fernkampftreffer und 13% Crit auf Trefferschaden. Ganz wichtig. So, hier wird es jetzt ein bisschen komisch. Denn hier gibt es tatsächlich die strahlende Paladin-Brustplatte. Warum das Ganze, das werden wir uns nachher angucken. Denn der Build, den ich habe, der ist ein bisschen tanky. Das hat schon so seine Bewandtnis, warum ich mich dazu entschieden habe, das Ganze so zu machen. Aber das werdet ihr dann erfahren, wenn wir uns den Build angucken. Also quasi die Skillung-Ansicht, wie wir die Talentpunkte verteilt haben. So, was haben wir noch? Die Adler und Handschuhe, ist klar, muss ich glaube ich nicht näher erzählen. Und auch hier wieder die strahlende Paladinose. Auch eben wegen den Lebenspunkten und der Gesundheitsregeneration macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Und jetzt kommt noch was anderes dazu. Da habe ich mich nämlich dafür entschlossen, die Blitzpfeilstiefel anzuziehen, denn die haben minus 700 Ausdauerregeneration. Also auch wenn die Level 23 sind, sind diese Teile eigentlich für die erloschenen Hallen das Nonplusultra, weil ihr habt nämlich quasi instant, dass euer Leben wieder aufgefüllt wird. Und das ist unbezahlbar. Ich sag's euch, Leute, macht's auf jeden Fall so. So, was trage ich für einen Bogen? Ich habe tatsächlich schon das Glück gehabt, einen legendären Bogen aus den erloschenen Hallen zu bekommen. Und zwar den Silberschussbogen. Und ihr seht selber, der hat zweimal Heiligschaden drauf. Was quasi den Schaden für, oder Schaden gegen, Moment, war noch, nee, doch hier, lasst mich schauen, 10% mehr Schaden gegen die erloschenen Hallen, wieder am Stottern, aber das Ding macht auf jeden Fall Sinn und was natürlich hier noch ganz geil ist, ist der Ausdauerraub, ja, weil ihr habt immer die Möglichkeit, immer 5% des Schadens als Ausdauer wiederzubekommen. Beziehungsweise nicht die Möglichkeit, sondern das ist einfach ein Fakt. Ja, die bekommt ihr auf jeden Fall wieder. Ich habe hier noch andere Bögen im Repertoire. Warum ich die mit da drin habe, werde ich gleich im Anschluss noch erklären. Aber nur mal, um zu erzählen, warum ich den habe oder wieso ich den trage. Den habt ihr natürlich noch nicht, wenn ihr das erste Mal durch die erloschenen Hallen durchflitzt.
Da müsst ihr natürlich auch erstmal gucken, ob ihr dann vielleicht mit dem Schattenfluch da durchrennt, den es ja hier jetzt auch gibt, ne? Oder dem Brandstifterbogen. Wobei, den habe ich tatsächlich, glaube ich, auch aus den erloschenen Hallen. Kann aber sein, dass der irgendwo noch, dass ich den irgendwo anders herbekomme. Ich kann es euch ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Ich habe ihn auf jeden Fall gehabt. Und ich bin auch der Meinung, ich hatte den auch schon, bevor ich in die erloschenen Hallen gegangen bin. Aber auch da, ja, müssen wir nochmal gucken. Aber auch da gibt es jede Menge Guides, wie ihr an die Items kommt. Schaut einfach, googelt's nach, ihr werdet es auf jeden Fall rausfinden. So, was haben wir noch? Genau, wir haben noch ein Schild. Ich habe tatsächlich ein richtiges Schild angelegt. Zum einen hatte ich es einfach nur übrig und es macht mehr Sinn als diese komischen Blockdinger, die es da gibt, ne? Also diese komischen Sphärenschilder, ja, die diesen Schutzschirm da haben, weil er einfach mehr Blockmöglichkeiten hat. Und so könnt ihr vielleicht auch noch den einen oder Angriff überstehen, wenn man euch arg auf die Pelle rückt. So, und jetzt kommen die Ringe, Freunde. Und die Ringe, die sind richtig geil. Und zwar Zwillingsringe. Ich weiß nicht, ob ihr von denen schon gehört habt, ja. Das sind quasi die Meta-Ringe, will ich mal fast sagen. Also ich habe sie zweimal, gibt eine 100%ige Drop-Chance, zeige ich euch gleich auch noch, deswegen stehe ich gerade hier. Es gibt eine 100%ige Drop-Chance von den beiden und es macht auf jeden Fall die Dinger zu Sinn, diese Teile zu bekommen. Denn was ihr immer braucht, ihr braucht Leben. Ihr müsst eigentlich permanent zusehen, dass ihr jede Menge Leben regeneriert und zwar in jeder Lebenslage. Und dafür sind die Dinger gedacht. Da habt ihr quasi 16% Lebensraubchance. Ihr bekommt natürlich über den Skill und über den Talentbaum bekommt ihr auch nochmal 10% on top, sodass ihr auf 26% Lebensraubchance kommt. Und es macht so viel Sinn. Ich sage euch, es macht so viel aus. Es ist der Wahnsinn. So, was machen wir als nächstes? Lasst uns doch mal direkt rüberspringen in den Fähigkeitenbaum und dann schauen wir uns den mal an. So, und der Fähigkeitenbaum. Wir fangen mal hier an, quasi in den überlebenden Modus. Ich denke, das ist relativ easy zu erklären, vor allem relativ flott. Es gehen ein paar Attribute in den Stärkebaum rein, beziehungsweise diesen Athletenbaum, und zwar Sprungangriff, der ist essentiell, den braucht ihr auf jeden Fall. Und gerade wenn ihr in den Hollowed Halls unterwegs seid oder in den erloschenen Hallen, macht das Ding mega viel Sinn. Gerade auch wenn ihr diese Monstermassen, wenn die euch zu sehr auf die Pelle rücken, habt ihr die Möglichkeit, hier die tatsächlich da so ein bisschen, ja, einfach wegzuknallen. Und ihr seht ja selber, kostet Ausdauer entsprechend dem Gewicht der Waffe, funktioniert nicht mit Werkzeugen. Allein da macht es schon Sinn, auch viel auf Ausdauer zu gehen. Und ihr seht es ja rechts in der Übersicht, da ist ja auch einiges vorhanden. So, wir gucken weiter. Stärke ist klar, die habe ich jetzt noch mitgenommen. Dann geht es hier weiter mit Kondition, ist klar. Das ist euer Hauptattribut, auf das ihr immer wirklich erpicht sein solltet, da so das Maximum rauszuholen. Dann geht es weiter mit dem Läufer. Sprintgeschwindigkeit wird um 10% erhöht, Ausdauerverbrauch wird um 10% reduziert. Macht Sinn, ja. Also ihr wollt ja auch immer relativ flott durch die Gegend flitzen. Und nicht nur
in den Hallen oder in den Dungeons, sondern auch draußen. Und ich hatte ja gerade eingangs erwähnt, das ist ein Bild, mit dem könnt ihr auch draußen ganz normal bestehen. Je nach Waffenauswahl. Das ist jetzt nicht so wie dieser Magierbild, den ich euch gezeigt habe, der schon sehr speziell für die erloschenen Hallen ist. Nein, mit denen könnt ihr auch draußen auch echt Spaß haben. So. Doppelsprung, glaube ich nicht, muss ich glaube ich nicht viel zu erzählen. Den gibt es einen Sprungangriff Nummer 2. Den wollen wir natürlich mitnehmen mit zusätzlichen 20% Waffenschaden. Ganz wichtige Sache, Kondition hier wieder reingepackt, den Punkt. Fernweh, Ausdauerverbrauch beim Sprinten auf unbefestigten Straßen wird von 90 auf 80% reduziert. Auch da ist wieder so das Ding, wenn ihr farmen wollt, wenn ihr draußen unterwegs seid, macht das Sinn. Ein guter Stoffwechsel. Hier weniger den Fokus auf den Orbs, das hatten wir bei dem Magierbild gehabt, weil wir einfach keine Orbs herstellen können, aber hier mehr so den Fokus dann auf die Effizienz der Heiltränke, weil die einfach 20% mehr Leben herstellen und macht auch absolut Sinn. So, hier den Atemtechnik, genau, erhöht Standard Ausdauerregeneration um 50%, das kommt dann quasi hier wieder zugute. Wenn du hier Ausdauer verbrauchst, willst du ihn natürlich auch wieder irgendwo regeneriert bekommen und deswegen den Punkt auf jeden Fall mitnehmen. Atemtechnik, war genau das. Schleckermaul, Ausdauerregeneration durch Süßes wird um 50% erhöht, je nachdem, was wir in unserem Buff-Food da reindrücken. Geschick. Ist klar, brauche ich glaube ich nicht erzählen. So, Dessertmagen, ihr bekommt einen vierten zusätzlichen Nahrungslot. Und das ist ganz wichtig, ja, weil ihr dann noch mehr aus eurem Schadensoutput, Regeneration etc. wirklich rausholen könnt. Und das macht enorm viel aus. Also da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, nehmt den Punkt mit. Der wird gerne mal liegen gelassen. Ich verstehe gar nicht, warum. Ist aber ein ganz wichtiges Teil. So, als Basis hier unten hatte ich dann noch genommen den Holzfäller, macht 30% mehr Schaden gegen Holzobjekte und einschließlich Bäume. Da sagen wir, sage ich gleich auch noch 2-3 Takte dazu. Hochwertige Ausrüstung, Werkzeug verliert langsamer an Haltbarkeit, ist wichtig, wenn du farmst, du auch in den Hallen, weil du willst ja auch viel von diesem Ektoplasma-Scheiß da rausholen. Da macht das natürlich auch Sinn, ne? Ich meine, es gibt zwar genug Reparaturstationen, aber man will ja trotzdem so viel wie möglich damit rausnehmen und das ist doof, wenn mittendrin das Ding kaputt geht. Ich sage euch, die Tendenz geht zur Zweitspitzhacke. Vielleicht sogar zur Drittspitzhacke. Muss man mal gucken, je nachdem, was für Runden man macht. So, Steinmetz, genau das gleiche Thema wie beim Holz. Hier haben wir nochmal einen Stärkepunkt reingepackt, einfach weil er noch übrig gewesen ist. Hier wieder Kondition, hatte ich ja gerade schon gesagt. Da haben wir tatsächlich nichts weiter gemacht. Ich habe hier in diesem Bild auch tatsächlich auf Adlerauge verzichtet, was ich eine ganze Zeit lang wirklich sehr gerne gespielt habe, weil ich einfach zu dusselig zum Zielen bin. Aber ich muss euch mal ganz ehrlich sagen, ich finde, diesen Punkt, finde ich, der macht's nicht wirklich. Also der Gegner muss schon verdammt ruhig stehen, um dass sich das rentiert. Ihr braucht einfach länger, um den anzupeilen. Also im Prinzip, wenn ich normal Autoshot auf den Gegner drauf mache, die Pfeile suchen sich ja nahezu selbst ihre Gegner. Ja, lasst ihn weg. Macht nicht wirklich viel Sinn. Bestienmeisterbaum habe ich mal komplett rausgenommen. Sage ich auch noch was dazu. Zu einem späteren Zeitpunkt. Auf jeden Fall haben wir hier noch den Schützen. Fernkampfschaden wird um 10% erhöht. Muss ich, glaube ich, nicht näher erzählen. Genauso wie hier. Mehr Schaden und so weiter und so fort. So. Der Schaden gegen fliegende Gegner wird um 30% erhöht. Ganz wichtig, denn es gibt ja auch in den Hollowed Halls gibt es ja auch jede Menge von den Käfern. Und das nicht zu knapp. Da macht es natürlich Sinn, wenn du die mal ein bisschen schneller vom Himmel knallst. Ist aber auch draußen ganz wichtig. Vor allen Dingen so in den Endgame-Bereichen, wo dann diese Drachen rumfliegen. Die sind natürlich sehr, sehr unangenehm manchmal. Da macht es absolut Sinn. So, Geschicklichkeitsschuss, Schaden am Kopf eines Gegners wird um 20% erhöht. Das ist natürlich manchmal dann so ein Glückstreffer, ne? Aber wenn er trifft, dann sitzt er, finde ich gut. Multischuss ist, ja, den haben sie Gott sei Dank ein bisschen gebufft, im Gegensatz zu vorher, weil er ja vorher immer auch die Pfeile verbraucht hat, die er dann angezeigt hat. Das macht er jetzt nicht mehr. Gefühlt löst er aber seltener aus. Ich habe ihn aber trotzdem mitgenommen, weil wenn mal so ein Schuss, gerade wenn du in den erloschenen Hallen unterwegs bist und du hast diesen Kampf gegen diese Boss-Zyklopen, ja, also wenn der dann mal auslöst mit deinem dreifachen Schuss, ja, und dann auch noch mit den Pfeilen und dann noch kritisch trifft, da machst du irgendwie so, also ich habe da schon mal so 2.500 bis 3.000 Schaden aufploppen sehen. Das funktioniert schon ganz gut. Ist natürlich immer eine Glückssache, kann man nicht beeinflussen, aber nehmt ihn auf jeden Fall mit. Ist sinnvoller als hier zum Beispiel das Adlerauge, auf jeden Fall. So, Waldläufer, ganz wichtig.
Gibt noch ein paar Boni auf die Attributspunkte und auf die Crit-Chancen. Und ganz wichtig, das wird hier nicht angezeigt, das betrifft auch die Melee-Waffen, also eure Nahkampfwaffen. Ja? Nicht nur die Fernkampfwaffe, auch die Nahkampfwaffe. Finde ich schade, dass das hier nicht mit angezeigt wird, weil ich glaube, deswegen rutscht das auch bei vielen mit durch. So, Fluch des Adlers hatte ich ja gesagt. Bienenstich, du kannst deinen Bogen spannen und benutzen, während du gleitest. Das wird langsam, du wirst langsam fallen. Macht auch mal Sinn. Ja, gerade wenn du versuchst, irgendwie einer Gruppe zu entkommen, kannst du trotzdem schon den Bogen spannen und dabei gleiten und kannst dann quasi, wenn du gelandet bist, direkt zielen und Feuer geben. Und hat mir auch schon ein, zwei Mal den Bobbes gerettet. So, was haben wir noch? Wir gehen weiter in den Assassinenbaum. Geschick ist klar, brauche ich nicht sagen. Abgehoben, Gleiter verbraucht 30% weniger Ausdauer. Das wollen wir natürlich auch haben, weil wir nämlich den Aufwind haben wollen. Sage ich nichts mehr zu. Das Ding ist eigentlich essentiell. Das ist eigentlich ein Pflichttalent, was man immer mitnehmen sollte. Kondition ist klar. Heckenschütze beim Angriff mit einer Fernkampfwaffe ist klar. Erhöht sich die kritische Trefferchance. Ein kritischer Treffer mit einer Fernkampfwaffe stellt 5 Ausdauer wieder hin. Auch das wollen wir. Wir wollen ja regelmäßig Ausdauer haben. Wir wollen ja nicht auf einmal nicht mehr schießen können oder nicht mehr laufen können oder rennen oder sowas. Deswegen nehmt's mit. Wenn du einen kritischen Treffer mit einem Bogen erzielst, regenerierst du 20 Mana. Das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Das war bis vor dem Patch noch wichtig, beziehungsweise habe ich den Punkt einfach auch mitgenommen, um hier noch an den Geschickpunkt ranzukommen. Nehmt ihn einfach mit, ja. So, das ist auch, wenn du vielleicht dich irgendwie dazu bewegen willst, hier nochmal was in einem Gauner-Talentbaum mitzunehmen oder irgendeinen Zauber-Talentbaum. Also auch solche Skillungen gibt es ja, ob die Sinn machen oder nicht, lassen wir mal so dahingestellt. Ich habe ihn aus diesen Gründen mitgenommen, um einfach dahin zu kommen. So, Geschick auch, den nehmen wir auch mit. Granatenschock, den haben wir weggelassen. Ja, also dafür war er mal ursprünglich gedacht. Aber macht in den Dingshallen macht das null Sinn. Und irgendwie, weil du halt auch nur noch mit einer Art von Pfeilen schießt, du hast ja vorher mit den, oder man, der hat richtig viel Sinn gemacht bei diesem Miasma-Fallen, war das, glaube ich, wo du Mana irgendwie auch, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie sowas ist das gewesen. Nehmt ihn einfach mit, um an dem Punkt zu kommen und dann ist gut. So. Gut ausgeruht, ist klar. Wir wollen ja den maximalen Ausgeruht-Buff mitnehmen, also zumindest von der Zeit her. Und jetzt wird es ein bisschen spezieller. Jetzt gehen wir nämlich hier so ein bisschen in den Tanky-Kriegerbaum. Und zwar nehmen wir mit Konstitution, ja, um Stärke zu bekommen. Wir nehmen mit den Weg des Kriegers. Beim Angriff mit einer Nahkampfwaffe wird jeglicher Schaden um 10%. Ich bin gerade nicht auf die Nahkampfwaffe eingegangen. Das werde ich aber gleich machen. Und dann wird sich das relativ schnell in Selbstgefallen auflösen. Eure Fragezeichen. Stärke hier auch nochmal. Plus 1. Rolling, jeglicher Nahkampf. Wuchtschaden wird um 10, zusätzliche 10% erhöht. Und ihr wisst, in den Hallen gibt's Wuchtschaden, ja, also solltet ihr den mitnehmen, das ist auch ein Pflichttalent, Leute, ich sag's euch. Hammerhart, jeglicher Nahkampf-Wuchtschaden wird um zusätzliche 20% erhöht. Ich versuche gerade rauszufinden, wo denn jeglicher Nahkampf-Wuchtschaden wird um zusätzliche 10% erhöht? Jeglicher Nahkampf-Wuchtschaden wird um zusätzliche 20%. Also, das ist eigentlich doppelt gemoppelt. Hätte man auch einmal 30 machen können, wäre es auch gut gewesen. Okay, aber den solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Da habt ihr nämlich auch im Nahkampf einen ordentlichen Schadensoutput. Und dann haben wir hier nochmal Konstitution. Hier haben wir die glänzenden Platten. Klar, ich habe ja gesagt, wir tragen die Paladin, Brust und Hose. Nicht zuletzt wegen der Ausdauerregeneration, Lebenspunkte, die da drauf ist, sondern auch, um Schaden einstecken zu können. Ja, dafür ist es einfach da. Mehr Rüstungspunkte, hier wird wieder Schadenreduktion, hier gibt es wieder Konstitution, dann haben wir hier wieder den Wächter, wenn sich drei oder mehr Feinde im Umkreis von 20 Metern befinden, erleidest du 15% weniger Magieschaden und das hast du in den erloschenen Hallen permanent. Also du bist eigentlich permanent in irgendwelchen Mobgruppen und auch da gibt es Magieschaden, ja, da macht es Sinn, wenn er reduziert wird. Genau das gleiche haben wir denn hier mit physischen Schaden, also ihr steht grundsätzlich mal irgendwie in der Gruppe mit Mobs oder die rollen auf euch zu. So, Stärkepunkt haben wir noch mitgenommen, genauso wie den und hier den Konstitutionspunkt und hier nehmen wir die Erdaura mit, auch um Schaden zu reduzieren. So, jetzt schauen wir uns nochmal alle Attribute an, gucken, wo wir hier landen. Wir haben Grundlagen, haben wir hier, seht ihr, Konstitution. Also wir machen, wir haben 9 Punkte in Konstitution, 5 in Willenskraft, 11 in Kondition, 11 in Stärke, 12 in Geschick, 5 Intelligenz ist nicht so wichtig. Wiederbelebungsdauer 6 Sekunden, Heilung bei Wiederbelebung ist egal. Liegt jetzt aber auch ein bisschen mit daran, dass wir jetzt nicht irgendwie gebufft sind. Oder ich glaube, Ausgeruht-Buff müsste mittlerweile auch ausgelaufen sein. Deswegen sieht das hier gerade so ein bisschen mau aus.
Aber das ist so das Grundsätzliche, wo es hingeht. Jetzt wird es interessanter beim Schaden. Kritische Schaden 68%, was echt super ist. Ja. Chance auf einen kritischen Fernkampftreffer sind 25%. Also statistisch jeder vierte Treffer ist ein kritischer. Ist natürlich so nicht richtig, aber so könnte man es sehen. Kritische Chance haben wir 10%, Schleichangriff plus 900, gnadenlose Angriffe plus 400, Gelegenheitsangriff plus 10. Das sind dann die ganzen Boni, die man hat. Und Schaden gegen Fernkampfgegner haben wir plus 21%, Bogenschaden plus 30%. Ja, also da seht ihr schon, da wollen wir irgendwo auch hinkommen. Schutz ist dann, haben wir einen Ausdauerschutz, Parierkraft ist 90, physischer Widerstand 258, das ist ganz okay für die Klasse, die man trägt. Magiewiderstand ist jetzt nicht so enorm nach oben gepusht, macht aber nichts. Ist nicht so dramatisch, weil außer von den in den Mobgruppen Magier-Fuzzis, die in den Hallen jetzt rumflitzen, hast du nicht so das Problem mit dem Magieschaden. So, Giftanfälligkeit 100%, ist einfach so. Genau. Was wollen wir uns noch angucken? Ach so, ja, genau. Wir gucken uns mal das Buffhut an. Und zwar habe ich hier genommen, die Hühnersuppe gibt plus 4 Konstitution plus ein Geschick. Es gibt, glaube ich, noch eine Suppe, die irgendwie besser ist, aber das Rezept habe ich noch nicht. Da hast du, glaube ich, plus 5, plus 2. Ich komme auch gerade nicht drauf, wie es heißt. Ich habe es neulich mal irgendwo gesehen, aber ich kann es euch gerade nicht sagen. So, dann haben wir hier eine Gemüsesuppe. Auch da gibt es noch eine bessere. Auch die habe ich noch nicht. Weiß der Geier warum? Da gibt es dann plus 5 Geschick drauf. Das wollen wir natürlich das Maximum haben, aber dafür reicht es erstmal. Hier gibt es dann das offene Sandwich. Offene Sandwich? Es ist da auch falsch lokalisiert. Es ist doch ein Ofen-Sandwich. Was stimmt mit denen nicht, ja? Ein offenes Sandwich? Ach, ist auch egal. Das müssen wir uns jetzt nicht großartig überlegen. Auf jeden Fall nehmen wir das mit, denn da gibt es nochmal Stärke und Konstitution. Das brauchen wir quasi für den Nahkampf. Und dadurch, dass wir den vierten Slot haben, können wir uns hier noch die ausgezeichnete Plasmasuppe reinziehen. Und ihr seht selber, das ist speziell jetzt für die erloschenen Hallen, denn hier werden 150 Lebenspunkte reduziert. Plus 15 Schaden gegen die Erloschenen, plus 10% Lebensraub gegen die Erloschenen. Wenn ihr euch erinnert, plus 8 mal 2, ja, also plus 16% Lebensraub auf die Ringe. Nochmal plus 10 davon, ihr habt plus 26 Lebensraub. Und minus 700 Zeitverzögerung durch die Stiefel, die ihr da anhabt. Also es ist permanent ein Fluss da an Lebensregeneration. Und ich sag euch, das ist echt mega. So. Und wenn ihr euch erinnert, wenn ihr das letzte Video gesehen habt mit dem Magier, mit der Magier-Skillung, da hatte ich ja gesagt, nee, nehmt den lieber nicht, nehmt den zweithöchsten, weil hier ist ja nur eine Minute Dauer drauf, ne? Vergesst es, ja? Das ist ein Bug. Das soll nämlich eine Stunde heißen, das wusste ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht. Da hat mich dann einer der Zuschauer drauf hingewiesen und ich habe es auch ausprobiert, es ist tatsächlich eine Stunde. Das Ding, ja? Nehmt es, pfeift euch rein. Scheiß auf die minus 150 Lebenspunkte, wenn ihr einen gescheiten Heiler mit dabei habt, ist das sowieso obsolet, ne? Aber auch durch diese Skillung, die ich habe mit der vielen Regeneration und Lebensraub und so weiter, ihr kommt eigentlich gar nicht in die Bredouille, es sei denn, ihr stellt euch außerordentlich dämlich an, so wie ich das sehr, sehr häufig mache, oder ihr kommt einfach, oder es wird einfach mal eine unglückliche Situation. Davor ist natürlich niemand gefeit. Genau. So, was habe ich als Nahkampfwaffe genommen? Ja, ich habe tatsächlich hier die düstergrauen Axt. Ist eine Zweihänder-Axt, deswegen auch die Erklärung, warum ich so viel in den Kriegerbaum mit reingesteckt habe. Weil das Ding einfach enorm viel Schaden rauskloppt. Und ihr seht es ja hier, plus 10% mehr Schaden gegen die Erloschenen. Und wenn ihr dann noch euren doppelten Sprungangriff macht in so eine Mobgruppe rein, ich sage euch, ein, zwei Schläge, da liegt der ganze Krempel. Ja, da habt ihr nicht das Problem, alles mit Pfeilen wegzuhauen. Und manchmal ist es auch sehr mühselig, das Ganze immer mit Pfeilen wegzumachen. Ich meine, die Dinger verbrauchen sich ja auch, ne? Und dann wird es echt doof, wenn du keine richtige Waffe dabei hast. So. Ich habe ja noch das Schild angelegt, deswegen habe ich ja auch hier noch den Zauberstab. Da bräuchte ich auch mal einen neuen, da habe ich leider noch keinen guten gefunden. Ja, das ist quasi der einzige, den ich besitze. Guckt einfach, wenn ihr auch eine Kombination aus Schild und Stab haben wollt, aus Zauberstab, dass ihr einen bekommt, auch aus den Hollow Talls, der halt auch diesen Wuchtschaden hat, also auch dieser Lebensraub. Die leuchten so grünlich, ja, gibt's auch. Ja, habe ich, glaube ich, in meinem Magierbild habe ich euch das gezeigt, da hatte ich den nämlich schon, da nehmt mit. So, und was ganz, ganz wichtig ist, was sehr, sehr oft vergessen wird, ist die Axt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ich gehe doch nicht mit der Holzfäller-Axt, gehe ich doch nicht ins Dungeon? Doch, geht mal rein. Denn
Es gibt ja diese Spawn-Nester, wo die Skelette rauskommen. Und ihr macht mit der Axt, macht ihr die mit einem Schlag weg. Also weder mit Explosion, mit irgendwelchen anderen Waffen, mit irgendwelchen Krempel. Haut einmal mit der Axt zu und ihr habt diese Nester in einem erledigt. Dann hat sich der ganze Käse damit auch. Und ihr müsst da nicht irgendwie permanent drauf nuken, fokussen und einfach hin, bums, weg. Fertig ist der Lack. So. Genau, das wollte ich einfach nur nochmal sagen. Und jetzt werden wir gerade mal ausschauen, wie hier die Zeiten sind. Denn ich möchte euch natürlich noch sehr, sehr gerne zeigen, wo es die Ringe gibt. Die sind nämlich super wichtig. Und ich glaube, wir gehen gerade nochmal hoch, eine Runde schlafen, um dass wir dann auch die Nacht skippen. Denn im Dunkeln ist das ziemlich blöde zu finden. Ja, das machen wir im Hellen. Ist eh schon so finster da. So. Eine Runde schlafen und während wir schlafen, kann ich noch mal ganz kurz auf die anderen Teile eingehen, die ich immer noch mitnehme. Also ich denke, Lebenstränke sind klar. Irrlichter, nehmt unbedingt Irrlichter mit. So viele ihr kriegen könnt, versucht das Zeug herzustellen oder zu farmen, whatever, aber nehmt es mit, weil es gerade auch in den erloschenen Hallen ist echt enorm duster immer und das geht mir auch komplett auf den Zünder. Deswegen nehme ich die sehr, sehr gerne. Genauso wie ich die Elixiere nehme, plus 30 Schadensmultiplikator, also plus 30%. Habt natürlich jetzt eine Minute weniger Zeit im Miasma, aber man kommt eigentlich ganz gut damit hin. Auch wenn jetzt im Dungeon Nummer 4 jede Menge Miasma vorhanden ist, aber eigentlich kriegt man das relativ gut gewuppt. So, welche ich auch noch sehr, sehr gerne nehme, ist Trank der Brut. Gibt nochmal 20 Ausdauerpunkte on top. Und dann gibt es noch, noch eine Schriftrolle. Die Flamme der, keine Ahnung, Feuer, irgendwas, auf jeden Fall fliegt da noch wie so ein kleines Irrlicht mit euch rum. Und ich glaube, das könnt ihr bis zu dreimal stacken, also dass ihr quasi drei von den Viechern rumfliegen habt um euch. Ich habe nur leider keine mehr, ja. Ich meine, man kann sie auch nicht herstellen. Ich habe sie bis jetzt immer nur gefunden und war immer happy drüber. Auch das würde ich noch mitnehmen. Und die richtigen Profis, also die Obervollprofis unter euch, die schauen irgendwo, denn lasst mich kurz gucken, hier war doch irgendwie nicht der Obelisk der Erbauer, sondern hier die Säulen der Schöpfung, das ist genau das Gebiet hier. Und ungefähr hier ist ein Wuka-Lager, ja, also ich weiß, hier oder hier, ich weiß nicht mal ganz genau. Solltet ihr eure Base irgendwo hier hingebaut haben, wo ihr in der Nähe seid, dann solltet ihr tunlichst vorher, bevor ihr in so ein Dungeon reingeht, in dieses Wuka-Lager düsen. Da ist nämlich ein Schrein und da könnt ihr euch diesen Wuka-Buff holen. Und der hält, glaube ich, auch 30 Minuten, 35 Minuten irgendwie so roundabout. Und der erhöht auch nochmal euren Schadensoutput. Also dann habt ihr tatsächlich das Maximum da rausgeholt. Ich würde es euch jetzt gerne zeigen, aber das wäre jetzt ein Schritt zu viel. Aber ich denke, die Profis unter euch wissen sowieso, was ich meine. Ich meine, hier unten bei dem müsste das auch irgendwo sein. Und hier war ja auch irgendwie ein Wuka-Lager, eine Wuka-Quest irgendwo, ich weiß es nicht mehr genau, hier irgendwo in der Nähe vom Startgebiet, ja. Da könnt ihr dann quasi auch dahin düsen und könnt euch das Ganze dann da auch nochmal besorgen. War das hier, ich weiß es nicht mehr, Krypta der Bauerschreiner, ist ja auch egal, auf jeden Fall war hier auch irgendwo noch ein Wuka-Lager, da steht dieser Schrein auch, da könnt ihr euch den Bauch-Buff auch abholen, genau. So, jetzt ist es wieder hell und ich zeige euch noch schnell, wo ihr die Ringe bekommt. Wir wollten hier zur Niederauenwarte. Hochweidenwarte. So. Und wenn ihr hier seid, ja, dann gibt es hier oben ein Dorf. Ich weiß nicht, ob ihr es ja schon gefunden habt. Mottenheim, ja. Und in Mottenheim ist ein Gegner. Auf jeden Fall, wenn ihr hier noch nicht gewesen seid, dann könnt ihr euch jetzt genau auf der Karte angucken, wo das ist. Also am besten immer zur Hochweidenwarte porten und dann hier in das Miasma rein. Und wir werden mal eben ein paar Sachen zu uns nehmen, ja. Natürlich jetzt maximal umständlich, wie ich das mache. Und was ich hier draußen gerne nehme, ist den Bogen. Das ist übrigens auch ein Grund. Den nehme ich natürlich außerordentlich gerne jetzt in den Heiligen Hallen. Ach, in den Heiligen Hallen, in den Löschenden Hallen, wie komme ich immer auf heilig? Und das sind so die Bögen, die ich für draußen einfach nehme. Ihr seht ja selber, wie da der Fokus ist. Je nachdem, was ihr macht, habt ihr natürlich hier auch noch die Möglichkeit, mit diesem Miasma-Fallen rumzuballern, dann habt ihr ja noch zusätzlich diesen plus 6 Miasma-Magie-Schaden.
Der macht natürlich auch richtig Sinn. Und ja, ich bin eher gern mit dem unterwegs. Ich weiß nicht, ob es der Style ist. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Und dann nehme ich auch am liebsten die Eisenpfeile, weil die Dinger machen hier draußen überhaupt gar keinen Sinn. Ja, das sind immer so die Pfeile, die ich eigentlich immer mit dabei habe. Die kann man ja relativ gut selber herstellen. Vor allem, wenn du permanent Farm gehst, dann kriegst du auch genug von diesen Riesenknochen. Die droppen ja auch alle Furznase lang. Und das Ektoplasma könnte ja dann auch, oder das bessere Ektoplasma-Kristalle, oder ich weiß nicht mehr genau, das stellt ihr in dieser Plasmapresse her, bekommt ihr auf jeden Fall auch gut hin. So, jetzt aber mal genug gequatscht, denn wir wollen nämlich mal eben darüber düsen. Ja. So, und dann müssen wir nämlich hier vorne hin. Habe ich tatsächlich durch Zufall gefunden, aber mittlerweile weiß ich auch durch andere Guides, die ich mir angeschaut habe, beziehungsweise auch nachgelesen habe, dass das echt die Meta-Ringe sind, die ihr euch alle irgendwie anschaffen solltet, die euch das Leben so viel einfacher machen. So. Das ist jetzt natürlich nicht wirklich schwierig hier, weil die natürlich auch schon alle ein bisschen low sind. So, hier sind wir nämlich dann schon im Mottenhain, ja. Und ihr seht, da vorne schwebt ja schon so eine Spukgestalt rum, ja. Also da seht ihr ja die Else, ja. So. Die machst du jetzt natürlich mit einem Pfeil platt und da droppt der Ring. Und der droppt immer zu 100%. Ich habe den jetzt, glaube ich, 5, 6, 7, 8 Mal probiert, um wirklich sicher zu gehen, dass das Teil hier auch droppt. Und jedes Mal ist es drin. Also das ist auf jeden Fall der Meta-Ring schlechthin. Den solltet ihr euch zulegen, damit ihr diese 16% plus an Lebensraub bekommt. So, jetzt muss ich gerade mal wieder gucken, dass ich hier wieder rauskomme. Dann laufen wir halt raus, wenn es noch nicht will. So. So. Und habt ihr schon ausgesehen, da löst nämlich gerade schon der Schild aus. Genau, Freunde. Also, ja, jetzt geht's hier los. Wollten die mich doch von hinten ballern? Genau, so. Wir düsen mal eben zurück in unsere... in unser neues Zuhause. Und das war's für heute auch schon wieder. Was ich diesmal nicht machen werde, ich werde jetzt nicht in den Dungeon reinhüpfen und euch zeigen, wie ihr mit dem Viech hier umgeht. Mit dem Viech, sage ich schon, mit dem Jäger hier umgeht. Denn das möchte ich euch gerne mal selber überlassen. Einfach mal reingehen mit der Skillung. Ich habe euch ja gezeigt, was ich mitnehme. Skillung und so weiter und so fort. Macht gerne mal Pause. Baut die Skillung gerne nach. Probiert es aus. Und schreibt mir dann gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr damit klargekommen seid. Und ich bin auf jeden Fall mal da auf das Feedback gespannt. Ich habe nämlich beim letzten Mal viele Fragen bekommen, warum hast du nichts gegessen, warum hast du dies nicht gemacht, warum hast du jenes nicht gemacht, mach das doch mal so, mach das doch mal so. Leute, wisst ihr was? Probiert es einfach selber aus. Das ist das Beste. Ich kann euch viel erzählen, aber wenn ihr euch das selber anschaut, habt ihr auf jeden Fall mehr davon. So, wovon ihr auch noch eine Menge habt und vor allen Dingen auch ich, wenn ihr heute Abend ab 20 Uhr mit auf Twitch dabei seid, bei unserem vorletzten Stream zu Helm's Klamm in Enshrouded. Wir sind nahezu fertig mit unserem Bauprojekt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns da sehen ab 20 Uhr. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Bis demnächst. Tschö mit Ö.